Schönen guten Mittag. Wie sagt Gary so schön? Wenn ihn jemand fragt, bist du zu spät? Dann sagt er, ja, weil ich es kann. Heute bin ich ein bisschen später, weil the postman always rings twice und das, was er gemacht hat. Du weißt, wie versprochen, das Thema heute, gibst du dir wirklich täglich eine Chance? Und wenn du jetzt mehr dazu wissen möchtest, dann bleib doch bei mir dran. Ich bin die Ruth Aschelier, dein Coach für mehr Lebensqualität. Was meine ich denn damit mit gib dir eine Chance? Unser Leben ist so wie klar so, wir stecken uns ein Lebensziel und dann, rennen wir drauf los, arbeiten wir drauf los und dann kriegen wir so diese Angstzustände, so über Existenzangst, über die Familie, über keine Zeit und doch, wir abern immer. Wir abern und aber, ich kann doch nicht und wegen dem nicht und wegen dem nicht und was ist dann mit meiner Familie und wenn ich den Job verliere, was ist dann, gehe ich dann mit dem Zelt unterwegs, weil ich mir die Miete nicht mehr leisten kann. Also wir haben so ein, I would say a monkey mind. Es dreht dann da immer und dreht und dreht und dreht. Und ich höre es schon. Und dann machst du klick, 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 klick und denk, 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 denk. Ich bitte dich jetzt, setz dich mal eine Sekunde hin, wirklich ganz ruhig. Und dann frage dich, bist du bereit? Und wenn da ein klares Ja kommt, was hast du zu verlieren? Lebe in dieser Frage, suche keine Antwort, weil dann bist du wieder beim Abern, wieder dein Monkey Mind, warum du irgendwas nicht tun kannst. Was ich dir empfehlen kann ist, komm zu mir, wir machen eine Basisbehandlung. Du wirst vom Stress wie befreit sein. Es eröffnet dir eine Möglichkeit, dich aus dieser Komfortzone oder aus deiner Box rauszuholen. Kannst du dich erinnern an den Film The Truman Show? Das Kind, das aufgewachsen ist in einem Fernsehstudio, alles Kulisse, alles ist künstlich, nur er selbst nicht. Und er ist erst aufgewacht, wie ihm ein Scheinwerfer knall auf dem Boden, nein, es war hinter ihm, am Bodenfeld, und er geht hin und sagt, was ist denn das? Und da steht drauf Sirius. Das war ein Stern am Himmelszelt von diesem Fernsehstudio. Dann trifft er da einen Mann an, wo er genau weiß, boah, das ist mein Vater, die haben doch gesagt, er ist gestorben. Er fängt an zu realisieren, dass irgendetwas nicht stimmt und die ganze Nation schaut zu. Hast du manchmal auch so ein bisschen das Gefühl, dass du so in einer künstlichen Welt in deiner Kiste lebst und immer noch überall irgendwas reinmachst, damit es auch ja ganz bequem ist? Und alle schauen zu und dann irgendwann mal kommt, ja, ich hab's dir ja gesagt. Oder gib dir selbst die Chance. Gib dir die Chance, dass du so wie, wie soll ich sagen, die Ketten sprengst, die Box, dass du da rauskommst. Und ich garantiere dir, du bist entspannt, du hast mehr Energie für das, was du gerne möchtest. Du wirst dich kennenlernen, du wirst dir plötzlich so Klarheiten, wie so der Nebel, der sich sowieso so löst von deinem Kopf. Und du wirst kreativ sein. Vielleicht ist dann plötzlich alles noch schöner, noch besser, als du dir je erträumt hast. Aber nicht zwingend so, wie du vielleicht jetzt immer dein Lebensziel verfolgt hast. Und da muss ich hin und dann muss ich das und das und das und das noch machen. Und jetzt bin ich noch jung genug, jetzt kann ich das noch. Und irgendwann bist du, ja, Ü60, kurz vor der Pension
Und du hast tausend und ein Problem, weil du dich so eingeengt hast, dass dein Herz nicht mehr funktioniert, dass du übergewichtig bist, dass du hyperaktiv bist. Nein, muss doch nicht sein, oder? Wie viel bist du dir wert? Dann kannst du jetzt, wenn du in der Firma was zu sagen hast, wenn du der Chef bist, wenn du ein Teamleader bist, diese Barskurse, die mache ich sehr gerne auch in Firmen. Das geht einen ganzen Tag. Ihr lernt es gegenseitig. Man kann das nachher später immer wieder anwenden. Und wenn ich Zahlen nennen möchte, das sind Milliarden jedes Jahr, die durch Burnouts entstehen. Die Menschen sind mehr krank, sie machen nur noch Dienst nach Vorschrift, sie suchen sich neue Jobs und wenn du auch einer von denen bist, dann bist du schon wieder auf dem Maskenball eingeladen, auf dem Eisberg. Und diese Bars ermöglichen dem ganzen Team, erfolgreicher zu sein, mehr zu haben als gerade genug. Gibst du dir jetzt diese Chance? Okay. Dann gebe ich dir jetzt das Clearing Statements. Zerstöre und umkreiere alles, was dich in deinem Kopf da arbeitet, dein Monkey Mind, was dich behindert, was dich einengt. Bist du bereit? I'm destroying all creators. And a gazillion times, right and wrong, good and bad, poke and pot, all nine shorts, boys and villains. Und dann gib mir bitte einen Daumen nach oben, gib mir einen Kommentar, schreibe rein, was deine Ideen sind, was du gerne möchtest, welche Chancen du gerne haben möchtest. Und dann bin ich für morgen wieder dein Coach für mehr Lebensqualität. Das war die Ruth Achille Foser und ich wünsche dir ganz guten Appetit, einen wunderschönen Tag und bis morgen.